Hallöchen, meine kleinen Wölkchen, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition. Und ja, gleich zum Anfang wollte ich mal sagen, sorry, dass keine LPT-Folgen rauskamen, denn durch das neue Alpha 5 Update habe ich hier ein paar kleine Probleme und kann den Server nicht starten. Bin aber noch dabei, das wieder zu regeln. Ich hoffe, dass irgendwann mal eine feste Version rauskommt, dass ich nicht immer permanent hier mich hin und her wuseln muss mit den ganzen Versionen. Das geht mir nämlich langsam irgendwie ein bisschen auf den Keks. So, ihr habt viele in die Kommentare geschrieben, ich soll dem Hund eine Hundehütte bauen. Der muss erstmal warten, der muss hier vorne seine Zeit absitzen, weil er das Kanickel getötet hat und er sollte das Kanickel nicht töten. Deswegen, böser Hund, böser Hund, böser Hund. Aber ich hab auch gelesen, jemand hat reingeschrieben, sorry, wenn ich mir nicht alle Namen merken kann, weil es sind dann doch immer recht viele Kommentare, aber dem Hund das Halsband färben, muss ich da mal testen. Ach, guck mal hier, eine Kuh, eine Kuh. Ja, ich baue gleich weiter, da hätten wäre gelb, aber ich wollte dem was richtig schön Schwules reinmachen. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass irgendwie zu wenig Tiere unterwegs sind. Es sind eigentlich genug Tiere unterwegs, bloß, ja, in den Waldregionen ist das immer ein bisschen kacke. Ah, na gut, dann nehmen wir da hinten das Gelbe. Ich will das auch mal testen, irgendwie Halsband färben habe ich noch nicht gemacht. Ich hätte es auch weiß Farbe hätte ich auch gehabt. Naja, gut, ich will das mal ganz kurz testen. Halsband färben. Wo ist dann der Hut? Da sind da ein paar Pizzchen. Ich würde mir scheint eine Höhle zu sein oder sowas. Ich wandere jetzt einfach mal am Rand schnell lang. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Futter gekümmert. Ich will das Ding noch ein bisschen weiterbauen. Ich weiß, andere kennen dieses Bauwerk-Art schon und haben es bei YouTube gesehen. Sorry, ich weiß den Namen nicht von dem Typen. Aber bei mir wird das ein bisschen anders. Das wird zum Schluss ein bisschen anders aussehen. Ah, gucke. Jetzt bist du gelb. Na gut, komm ein Stück mit. Ich wollte hier vorne eigentlich weitermachen. Ich mache hier schon mal die Ränder weg. Ich brauche noch Holz. Ich weiß, das ist hier so eine, wirklich so eine Ewigkeit. Das ist ein Skelett. So eine Ewigkeit-Aufgabe. Aber allzu lange wird es nicht dauern, das Gebäude zumindest die erste Etage zu machen, dann wird hier vorne ein riesengroßer Turm drauf kommen und das Gebäude wird hier vorne noch weitergezogen und geht in eine U-Form später über. Das sieht dann alles ein bisschen... Warum verschwindet das Gras da vorne? Ich bin verwirrt. Ich weiß, ich bin ziemlich oft verwirrt, aber nicht so verwirrt. Warst du das, Hund? So, ich will erstmal die Ränder fertig machen, danach rufen wir noch ein paar Bäume weg. Zack. Ja, halt deine Fresse jetzt. Ja, beobachte alles ganz genau. Guck dich in der Umgebung um, falls der Feind kommt. Wäre mal ein bisschen ratsam. Nicht hier durch die Gegend scharwenzeln, sondern auch mal aufpassen. So, machen wir dann noch die Ränder ein bisschen. Es wird eine Weile dauern, das Häuschen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Blub. Alter, das ist immer kacke, dass das ganze Viehzeug hier vorne in sich in dem Wasser mal sammelt. Ich müsste das irgendwie mal... Oh, ist mich erschrocken. Ein bisschen ausleuchten oder so. So. Und Stein brauche ich auch. Och, Mann, Hund. Wir brauchen so viel Schnodder. Da oben lag ein Block. Gut. Wie machen wir es denn? Ich muss auf jeden Fall buddeln gehen. Das könnte ist wieder so ein extremer Zeitvertreib, wo ich dann die ganze Zeit stumpf immer nur das Gleiche mache. Dann mache ich erstmal. Ich mache das Ganze mal ganz kurz hier mit den Rändern fertig. Ob ich den Baum da lasse? Nee, ne? Den muss ich wegmachen, sonst steht er mir im Weg. Ja, Hund, ich weiß. Du magst baden nicht, ich mag baden. Ich will sauber sein. So. Ja, ist doch gut. Du musst ja nicht die ganze Zeit immer im Wasser rumschawenzeln. Gut, dann gehen wir halt mal einen Tunnel runter. Habe ich noch Fackeln? Warum läufst denn du immer weiter? Nö. Ach komm, wir werden schon was finden. Oh, noch ein Hundi. Ah ne, du bist mein Hundi. Die porten sich immer so ein kleines bisschen. Ah, hier war doch irgendwo meine angefangene Mine, genau. Müssen wir dann notgedrungen nochmal runter. Hier falsch. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich verschluckt eben. Müssen wir notgedrungen hier unten weitermachen. Material habe ich jetzt nicht bei. Na geil.
Wir müssen ja nur ein paar Löcher machen. Was brauchen wir denn? Ich höre da schon wieder Skelette. Ich buddel mich mal ganz kurz hier lang. Mir kommt das so vor, als ob hier in der Nähe irgendwo... Und von rechts, glaube ich. Das ist so komisch, Alter. Ich höre auf jeden Fall eine Fledermaus oder sowas. Irgendwo hier in der Nähe ist ein Dungeon. Ich weiß bloß noch nicht wo. Wir werden es gleich erfahren. Wenn wir Glück haben. Über mir? Alter Hund! Ich denke immer, steht ein Skelett auf einmal neben mir. Deine Fresse, sonst kriegst du hier die Axt im Kopf. Hört ihr das? Egal welche Richtung ich mich buddel, ich finde nichts. Das ist wieder so ein Glücksspiel. Hier muss doch irgendetwas sein. Habe ich noch ein kleines bisschen Holz? Ja, ein bisschen haben wir noch. Ich hätte doch auch noch Kohle in der Tasche, oder? Ich habe... Achso. Moment. Ich muss mal ganz kurz was craften. Warum läufst du schon wieder weiter? Ey, das kotzt mich an. Hä, wo bin ich denn jetzt? Och nö, jetzt bin ich hier runtergefallen. Weil jedes Mal, wenn ich ins Menü gehe, rennt der los. Das geht mir seit einem neuen Update ein bisschen auf den Kranz. Kann man bestimmt verstehen, oder? Dass er auf einmal losrennt, wenn du ins Menü reingehst. So. Ich brauche hier auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Steinarten. Mal gucken, wie ich das mit dem Boden später mache. Ich werde jeweils irgendwas Poliertes nehmen. Ich will nicht immer auf Holz setzen. Holz sieht zwar meistens ja recht schlicht und gut aus, aber ich hätte dann doch schon lieber hier diesen polierten Andesit oder diesen polierten Deodrit. Ja, glaub so heißt das. Ich werde mir das, glaube ich, auch nie merken. Also ich glaube, seit Minecraft 1.0 auf der PC-Version ist mir dann doch einiges entgangen. Hier, hol dir Knochen. Oh, ist denn sie lumpi hier? Oh, was? Nee. Ah, sorry, wenn ich heute so extrem verwirrt bin. Aber in meinem Kopf geht die ganze Zeit rum, wie ich es am besten baue. Also ich habe die ganze Zeit immer den Plan so im Kopf. Na, wie machst du das? Baust du dich jetzt hoch? Baust du das da? Baust du das jetzt da? Und da ist es so, bis man ein bisschen unentspannt, ne? Weil ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr was baut, wenn ihr kreativ seid, dann nehmt ihr euch meistens so eine Ruhephase, vielleicht auf dem Klo oder so, dann entspannt ihr. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt auf dem Klo, oder ihr entspannt und denkt euch, ah, das mache ich so, das mache ich so, mache ich so. Aber ich muss ja nebenbei noch quatschen. Und das ist dann manchmal so ein bisschen tricky. Also ich quatsch ja, ihr wisst ja, ich quatsch ja gerne. Aber manchmal, da, wenn man so einfach nur... Konzentration. Man hält hier einfach nur die Fresse und baut. Ich muss hier ein bisschen Lumpe wegbringen. Wir sind nämlich hier wieder total overstuffed. Was ist das hier? Schleppe ich denn hier alles wieder mit mir rum? Mal kurz den Stein. Den Steinbruch. Ich müsste mal irgendwie mal noch ein paar Schilder aufstellen. Wenn ich weiß, wo ich hingehen kann. Also Hundehütte kann ich mir... Müsste hier in der Nähe sein. Morgen mal überlegen, ob ich da was baue. Och, nö, ist es dunkel. Aber wir sind schon mal ein bisschen besser bewaffnet. Ne Schwein. Oh, Entschuldigung. Hör doch mal auf, davor zu jumpen. Ah, jetzt habe ich nicht genug. Ach, leck mich. Lauf, Hund. Lauf. Sie kommen. Das ist aber manchmal ein bisschen nervig. Man kloppt irgendwo drauf. Ich weiß, die Hunde greifen dann an, wenn du irgendwas schlägst, aber es ist doch manchmal schon nervig, dass der entweder eine volle Granate. Das kommt mit. Hat er Angst, weil ich ihn geschlagen habe. Doch manchmal ein bisschen doof, wenn er ortet sich neben mich und schüttelt sich ab. Bist du geflogen, Hund? Ich mach mal hier noch. Ich muss mal ein bisschen Fleisch durchbraten. Hab ich nicht. Ich habe hier noch Kisten, gucke.
Ich stelle mir die ganz kurz mal hier hin. Aber vielleicht schaffen wir das auch schon, den Boden ein bisschen durchzudrücken. Ich guck mal kurz. Wie wollte ich denn machen? Ne, Eisenblock wollte ich nicht. Stimmt, ich wollte hier Dings machen. Genau. So kann man es machen. Ich lasse die Kiste erstmal kurz da drin stehen. Ich will erstmal das hier ein bisschen verbrauchen. So kann man jedenfalls die Zeit noch nutzen, wenn das sowieso mal durchläuft. Danach muss ich ja eh noch Steine reinpacken, die ich noch ein bisschen durchbraten lasse. Nein! Ach Mann, du blöde Pflanze! Pflanzen sind nur im Weg. Mag Pflanzen nicht. Dann können wir das auch theoretischerweise schon rausnehmen, oder? Mann, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh, was ist denn das heute? So, weil ich würde nämlich schon gerne mal die Zwischenteile rausnehmen. Mann, tut mir heute echt leid. Ich weiß nicht, in letzter Zeit geht es mir sowas von dermaßen im Hals rum. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich bin nicht krank. Aber, Mensch, Hund, ich dachte, du machst was. Nicht anglotzen, angreifen. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie in letzter Zeit dauerkrank. Seit 2 Monaten ungefähr. Ah. Nein, hau ab. Toll, jetzt habe ich den Pfeil deiner Wand. Gut, machen wir den Sand hier raus. Ich will am schnellstmöglich hier vorankommen, dass der Hund seine Hütte bekommt. Ich mache das alles natürlich nur für den Hund, ne? Das können wir hier wegmachen. Brauche ich die Hinterwände überhaupt noch? Ja, die brauche ich noch. Kann ich aber später ersetzen. Hätte ich hier oben auch alles wegmachen, oder? Na. Habe ich die Augen nicht aufgemacht? Warte, dann machen wir auch noch die Zwischenteile raus. Also alles, was jetzt Dreck ist im Hausbereich, also Innenseite, können wir ja schon mal alles rausnehmen. Alter! Hund, mach doch mal irgendwas. Die ganze Folge kriegt nur der Hund von mir auf den Deckel. Und ich brauche noch Wolle, weil ich mir noch ein Bett irgendwie machen muss. Aber wenn ich jetzt irgendwie abnippel, dann habe ich einen Batzen, weil ich bin arschweit weg vom Spawnpoint. Richtig weit weg. Och Mann, es kommt schon wieder so ein Zombie-Dorfbewohner. Hau ab. Ich hätte dich irgendwann gebrauchen können, aber jetzt brauche ich dich nicht. Und du kommst ja schon wieder. Ja, ist ein bisschen tricky. Gerade wenn ich über Nacht versuche zu bauen, aber ich kann es ja nicht schlagartig Tag machen. Außer ich hätte ein Bett. Aber ich war zu faul gewesen, Schafe zu farmen. So, machen wir das mal so. Dann kann ich ja in den Rändern immer noch ein bisschen was verstecken. Also das heißt, wenn wir hier zum Beispiel hier ein Kistenlager und hier oben vielleicht irgendwo mal eine Kiste so dazwischen, wäre dann auch ganz fetzig. Machen wir die Kiste, ich mach mal, wo wir gerade von Kisten sprechen, ich mach die mal weg. Und die stellen wir uns mal einmal hier. So, da haben wir sie jedenfalls mittig und dann können das andere Gelumpe auch mal dahin packen. Zumindest ein Ofen schon mal. Warum habe ich denn so viel Zeug in den Taschen? Dann können wir den zweiten auch noch mitnehmen, wenn wir einen schon abgebaut haben. Wo ist denn jetzt meine... Ja, Wuff. Warum frisst du sowas eigentlich nicht, Hund? Das ist mageres Fleisch. Das hat kaum Fett. Das könntest du mal gebrauchen. Du bist nämlich übelst die Wanne, Hund.
Und jetzt wäre natürlich ein Trichter geil, aber Trichter gibt es leider noch nicht. Doch. Können wir jetzt so einige Dinge machen. Weil ich lasse erstmal das Eisen kurz durch. Unten schmeißen wir schon mal Steine rein, die wir schon mal braten. Ja, ich brate Steine. So, das hier Flügelzeug und das Hasenjelumpe kommt später. Weiß ich aber in Umgangssprache mit Jelumpe und Gedöns und ach nee, was ich, Gott. Was liegt denn hier? Was zu essen? Da hat mir einer ein Schweinesteak hingelegt. Nein, das war ich selber, ich weiß. So, die Werkbank noch mit. So, da haben wir hier vorne meinen Eingang. Warum ist das immer so viel Arbeit? Was tun ist immer mit Arbeit verbunden. Habe ich noch Holz? Einmal. Und dann mache ich gegenüber die Box rein. Und stimmt ja. Klar, Moment. Ich habe was vergessen. Wo ich gerade sehe. Nein, falsche Holzfarbe. Och, nö. Warum habe ich das schon wieder so ein Gelumpe eingesammelt? Ja, Wurf. Lacht mich auch noch aus. Also das Schlimmste ist echt immer Bäume fällen. Du machst hier 10.000 Bäume und es ist einfach nicht ergiebig. Nicht ergiebig genug. Nehme ich auch nochmal mit. Nachher steht hier nichts mehr. Hier war dann mal ein Wald gewesen. La 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 la. Na komm raus. Komm ich hier oben wieder nicht an. Warte, warte, da machen wir es so. Jetzt kommen wir da oben an. Och nö, da ist ja noch mehr oben. So, jetzt sind wir genau. Mich rollen? Joris. Oh, jetzt haben wir den schönsten Baum bestimmt kaputt gemacht. Mist, aber eine schöne Aussicht hat man hier oben. Ja! Und? Mach dich nützlich, fang mich! Das muss ich euch mal vorstellen, ihr habt so einen Hund. Springt von oben runter und voll auf das Vieh drauf. Einsetzlich. Dann nehme ich das Holz hier vorne nochmal mit und dann packe ich den Setzling da drauf. Oh, da ist ein Skelett gefangen. Ich lasse ihn mal da gefangen. Aber da läuft noch Fleisch lang. Hallo, Boo. Das war mal eine Boo. Der Ort hier, müsst ihr echt zugeben, der Ort ist schön. Auch wenn ihr den Seed da oben seht, ich glaube, ihr werdet den Ort nicht finden. Weil ich bin fast eine halbe Stunde bis hierher gelaufen. Allein nur, um so eine Stelle zu finden, wo ich sagen kann, jo, hier bleibe ich. Und deswegen habe ich auch große Angst zu sterben. Weil wenn ich sterbe, finde ich den Ort einfach nicht mehr wieder. So, jetzt wollte ich, tun... Das ist ja schon wieder das falsche Holz, ne? Mist. Kann aber nicht einfach hier oben alles auswechseln. Oder wohl, könnte ich. Machen wir auch. Warte. Was ist denn heute los? Die ganze Zeit bimmelt mein Handy. Hey. Nur 20 Stück. Viel Spaß, da ich jetzt tun. Du kommst da weg. Warte, ich nehme mal ganz kurz die Axt. Oh, ich weiß, in der heutigen Folge ist echt nicht viel passiert, bis darauf, dass ich unten im Dungeon war, euch gesagt habe, dass der Hund böse war, dass er keine Hütte kriegt und so weiter. Aber ich hoffe, dass ich euch zumindest in der nächsten Folge ein bisschen besser unterhalten kann. Aber mir fehlen irgendwie die Themen. Könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben,
was ihr mal so gern erfahren wollt. Nicht über mich direkt, aber was ihr denn so, keine Ahnung, was euch so gefällt, was euch nicht gefällt. Also jetzt nicht gerade, was euch an Minecraft gefällt, sondern irgendwie mal ein interessantes Gesprächsthema aufbauen, wo man sich vielleicht darüber aufregen kann. Nicht über Schule. Über Schule, da regt ihr euch jetzt drüber auf und später sagt ihr, ich will zurück zur Schule. Sagen eure Eltern bestimmt auch immer, ne, damals in der Schule war es alles viel besser. Und ihr sagt, scheiß Schule. Aber ich sehe es auch so. Und, also ohne Mist, also ich habe damals meine Eltern verflucht. Ich habe gesagt, hier, Schule, ne, ich will arbeiten. Und jetzt stehe ich da. Ich will zur Schule. Gut, ich mache mal hier, denke ich mal, ein Folgenbäuschen. Ich danke euch fürs Reingucken. Ich hoffe nicht, dass die jetzt irgendwie hergewandert kommen. Und wir sehen uns dann tomorrow wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüssi. Macht's gut.